Hallo, ich bin Grimdor und das hier ist der Charakter Select Screen von Trap Dead Lockdown. Okay, wir wählen mal normal aus. Ich habe mir hier gerade eben den Exorzisten rausgesucht, weil alle anderen Charaktere komisch bzw. langweilig aussahen. Und jetzt sollte ich hier nochmal kurz ins Optionsmenü schauen, weil komischerweise haben wir hier Ränder am Bildschirm. Also wir haben offensichtlich keinen Fullscreen-Mode. Wo ist hier der Fullscreen-Mode? Mal sehen, ich kann das Fenster natürlich ein bisschen hochziehen, aber das wird nicht das Problem lösen. Irgendwo müsste hier doch der Fullscreen sein. Oh, da oben Windowed Mode, ja. Das Häkchen jetzt hier mal weggemacht. Und funktioniert das oder stürzen wir ab? Stürzen wir ab? Nein, wir sind drin. Und ja, jetzt waren wir im Hauptmenü. Ihr habt gesehen, das Spiel hat komischerweise den Charakter Select Screen vor das Hauptmenü geschaltet. Also ich musste zuerst den Charakter auswählen, bevor ich überhaupt ins Hauptmenü durfte. Deswegen habe ich hier also mal die Aufnahme vorher gestartet, vor dem Hauptmenü. Und jetzt rede ich hier gerade über das Intro hinweg. Aber ich glaube, also ich meine, es ist ein Zombie-Spiel. Allzu viel sollte da jetzt nicht kommen. Okay, ja, das ist jetzt eben das Intro, das auf diesen Priester oder Exorzisten oder was auch immer zugeschnitten ist, den ich mir hier ausgewählt habe. Ja, Autounfall, wir steigen aus dem Auto aus und ach, das erinnert mich schon sehr an das Intro von Telltale's Walking Dead. Naja, sind wir diesmal ein Priester statt ein Häftling. Finde ich ehrlich gesagt cooler. Und das Spiel schickt uns ungefragt irgendwelche angeblich hilfreichen Texte. Ja, ich weiß, wie man attackiert in solchen Spielen. Das ist ein Hack-and-Slash-Spiel im Diablo-Stil. Also ein Hack-and-Slash-Rollenspiel. Ja, ich weiß auch, was eine Minimap ist und ich weiß, wie man interagiert. Also kommt schon. Das müsst ihr mir doch wirklich nicht erklären. Jetzt lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Destroy Container, okay, dann mache ich's halt. Equipping, ja, das dürfte auch nicht so schwer sein. Ah, okay. Jetzt habe ich hier mal das Inventar. Schön und gut. Ja, okay, ich muss da also draufklicken. Auf diese Slots und dann auswählen, was ich anlegen will an Ausrüstung. Auch das ist jetzt nicht wirklich ungewöhnlich. Sieht nicht unbedingt schön aus, dieses Menü hier, aber dürfte seinen Zweck erfüllen. Nur haben wir jetzt halt so gut wie nichts in diesem Inventar drin, das wir anlegen könnten, was diese ganze Übung hier gerade ziemlich sinnlos macht. Wenn das Spiel einfach mal Ruhe geben würde, du musst mir doch jetzt nicht jeden einzelnen Slot erklären. Lass mich spielen, verdammt. Das ist wirklich kein schweres Spielprinzip. Okay, ein Hack-and-Slash-Spiel im Diablo-Stil, aber im Zombie-Szenario. Und das ist überraschenderweise ja etwas, das man nicht so oft in Kombination miteinander findet. Also ich meine, es gibt eine Menge, wirklich eine riesige Menge Zombie-Spiele. Und es gibt auch eine Menge Hack-and-Slash-Spiele im Stil von Diablo. Also zum Beispiel Path of Exile oder Torchlight oder, ach, was weiß ich, Incredible Adventures of Van Helsing oder Titan Quest oder Victor Vran oder kürzlich kam dieses eine daraus, Vikings Wolves of Midgard oder so. Und das von Calypso. Also was heißt kürzlich, das kam vor einem Jahr oder so raus. Naja, auf jeden Fall, da gibt es eine Menge Spiele, aber mir fällt jetzt keins ein, keines dieser Diablo-artigen Spiele, das in so einem modernen Zombie-Szenario so spielen würde. Ich meine, es tauchen natürlich Zombies und Untote auf in Spielen wie Diablo und so ziemlich in jedem Spiel dieser Art, glaube ich. Aber na, damit kann ich jetzt auch nichts anfangen. Aber so ein Szenario wie das hier, das kenne ich jetzt von diesem Genre eigentlich nicht. Vielleicht habe ich da aber auch was übersehen. Ihr konntet übrigens gerade sehen, ich konnte diese Schusswaffe nicht anlegen. Und das liegt daran, dass ich mir diesen Priester ausgewählt habe. Der kann nämlich nur Nahkampfangriffe ausüben und irgendwelche komischen Zauber oder sowas wirken. Ich weiß nicht, ob sie hier wirklich Zauber heißen oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht heißen sie Segnungen oder Exorzismen oder was weiß ich, er ist halt ein Exorzist. Und hat da irgendwelche Exorzistenkräfte. Ja. Okay, der braucht irgendwie eine Erlaubnis, um dieses Tor hier zu öffnen.
Und die muss ich mir vom Sheriff holen und der ist in der Kirche, okay. Na, das sind die üblichen. Mein Gott, was ist heute mit meiner Sprache los? Die üblichen Quests und sinnlosen Dialoge, die man in solchen Spielen immer hat. Oder fast immer zumindest. Gibt vielleicht ein paar, die das auch besser machen. Ja. Also wir werden das heute wieder so machen, wie ich das schon öfters gemacht habe, dass wir erstmal unvorbereitet ins Spiel reingehen, zusammen uns so den ersten Eindruck ja, anschauen, den das Spiel vermittelt. Und dann spiele ich alleine weiter, mache also einen Schnitt und komme dann später zurück, um das Fazit zu ziehen und euch noch ein bisschen was vom etwas späteren Spiel zu zeigen. Wie lange ich das Spiel tatsächlich spielen werde, das kann ich jetzt noch nicht voraussehen. Kommt ganz drauf an, wie gut es ist oder wie lange ich brauche, um hier ein Urteil zu fällen. Ja, damit kann ich jetzt auch nicht sehr viel anfangen, was ich hier so gesammelt habe. Naja, sehr interessant ist dieses Loot hier bislang noch nicht. Aber naja, das kann ja noch kommen. Mein bisheriger Eindruck vom Spiel ist, naja, recht mittelmäßig, würde ich mal sagen. Also sieht schon mal ziemlich hässlich aus. Diese Menüs hier, das sieht auch alles ziemlich amateurhaft aus. Aber jetzt auch wieder nicht so amateurhaft wie schon manch anderes Spiel, das ich hier in dieser Reihe gespielt habe. Oder überhaupt auf Steam gespielt habe. Also es funktioniert zumindest. Ja, jetzt haben wir hier so einen Level. Ach mein Gott, das erklärt mir das Spiel auch wieder jede Kleinigkeit. Ich weiß doch, wie man Skillpunkte zuweist. Kommt schon. Ja, ich kann da auf Attribute klicken und sie dann erhöhen. Okay, Intelligenz. Ich nehme mal an, ich brauche Intelligenz. Vielleicht auch Stärke. Ach, jetzt hört doch auf, mir da irgendwelche Mitteilungen zu schicken. Ich will das nicht hören. Ich kann mir das selbst erschließen. Oh mein Gott. Und dann, sie packen diese Kästchen auch noch ständig irgendwo anders auf den Monitor, damit man auch danach suchen darf. Ich habe mich vorhin schon gefragt, warum sich nichts tut, wenn ich da auf diese Skillpunkte klicke. Aber solange diese Kästchen hier aufploppen, kann ich nichts anderes klicken. Ich muss dann immer erstmal dieses Kästchen finden und wegklicken. Ach, man könnte auch einfach die Schnauze halten und mich spielen lassen. Ja, Defense Skills. Okay, ich habe hier diese Skill-Slots, da kann ich dann Skills zuweisen, wenn ich welche habe. Aber im Moment bin ich ja gerade erst Level 2, also habe ich auch keine Skills. Beziehungsweise kann ich jetzt wahrscheinlich einen einzigen freischalten, nehme ich mal an. Ja. Ja, jetzt kann ich einen freischalten. Ich habe einen Skillpoint und ich habe überhaupt gar keine Auswahl, wie ihr hier seht. Also wir haben da oben so eine Leiste, die geht bis Level 21 hoch und bei Level 2 kann ich bloß diesen einen einzigen Skill freischalten. Also, puh. Ja. Gute Spiele erkennt man daran, dass sie den Spieler vor schwierige Entscheidungen stellen, habe ich mal irgendwo gehört. Dieses Spiel traut uns offenbar keine schwierigen Entscheidungen zu, jedenfalls nicht jetzt am Anfang. Also Skillpunkte zuzuweisen, wenn man sie nur einem einzigen Skill zuweisen kann, das ist ein bisschen armselig für so ein Spiel. Aber später kommt da wohl noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, da wird es noch anspruchsvoller. Jetzt schauen wir uns mal diese Attribute hier an. Ich weiß nicht genau, was ich da brauche als Priester. Vielleicht Stärke, weil ich ja auch Nahkampfwaffen benutze. Ja, das vielleicht auch. Den Weapon Skill, den weiß ich jetzt nicht, ob der für Waffen insgesamt ist oder nur für Schusswaffen. Wahrscheinlich für Schusswaffen, weil wir haben einen separaten Nahkampf. Separates Nahkampfattribut. Also dieses Waffenattribut brauche ich wahrscheinlich nicht, denn Schusswaffen kann ich nicht verwenden, wie gesagt, als Priester. Intelligenz brauche ich ganz bestimmt als Priester. Stärke nehmen wir auch mal ein bisschen was. Kann ich schaden. Will mich auch nicht nur auf meine Zauber verlassen. Das, ob ich das jetzt brauche, das weiß ich nicht so genau. Spiritual, das brauche ich ganz bestimmt. Ja, spirituelle Attacken. Ja, da kann ich einen Bonus gut gebrauchen. Vielleicht sollte ich hier auch noch ein bisschen was nehmen. Ja, zumindest kann ich hier mal so ein bisschen was selbst entscheiden. Das ist ja schon mal was. Okay, ja, ich denke, das reicht soweit. Und dann haben wir hier drin wohl auch schon alles erforscht, was es zu erforschen gibt in diesem Haus. Ja, also bislang steuert sich das Spiel sehr herkömmlich. Ist nur noch ein bisschen einfacher
gehalten als andere Spiele, die man da heutzutage so findet. Also gerade was wir jetzt so in dem Skill Tree und so weiter gesehen haben. Und es ist halt noch sehr viel hässlicher und farbloser, als man das gewohnt ist. Aber ich würde es jetzt noch nicht unbedingt als schlechtes Spiel abstempeln. Mein Gott, ich bin heute wirklich nicht gut daran zu sprechen. Ich glaube, ich werde auch schon langsam heiser nach 10 Minuten Video. Also das wird nicht lang gut gehen. Aber ich mache dann sowieso bald schon Pause. Nachdem wir uns hier angesehen haben, wie dieser Typ hier Leichen verbrannt. Und ja, weil ich denke, also sehr viel Spektakuläres werden wir zum Anfang hier nicht zu sehen bekommen. Bislang alles Standard, wie gesagt. Und ja, also das Spiel ist technisch ziemlich veraltet. Beeindruckt jetzt nicht wirklich. Aber ich denke letzten Endes, ob das was taugt oder nicht, hängt davon ab, was es jetzt aus diesem Szenario hier macht, das, wie gesagt, kein wirklich kreatives Szenario ist. Aber für dieses Genre dann doch so ein bisschen was Besonderes, glaube ich zumindest. Also es sei denn, da wären mir irgendwie ein Haufen Zombie-Hack-and-Slash-RPGs im Diablo-Stil durchgegangen. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht glauben, weil ich glaube, ich kenne so ziemlich alle, zumindest einigermaßen hochwertigen Spiele in diesem Genre. Also ja, wenn sich das Spiel ein bisschen was einfallen lässt und das hier interessant gestaltet, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das trotzdem Spaß macht, obwohl es offensichtlich mit einem sehr, sehr niedrigen Budget realisiert worden ist. Okay, dann würde ich sagen, schneiden wir hier mal, machen wir mal Pause, beziehungsweise, also ich mache keine Pause, ich spiele weiter. Wir unterbrechen hier einfach mal die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mehr über das Spiel weiß und sagen kann, ob es was taugt oder nicht. Okay, da bin ich wieder, um das Fazit zu ziehen. Besonders positiv wird das nicht ausfallen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber bevor ich auf die Gründe dafür eingehe, will ich euch noch was anderes zeigen. Ich bin jetzt in Episode 7 inzwischen übrigens. Ja, das Intro hier ist eigentlich nicht das, was ich euch zeigen will. Jetzt muss ich erstmal hier, ja, diesen Dialog, da klicke ich mich jetzt schnell durch. Das ist auch nicht das, was ich euch zeigen will. Das hier ist das, was ich euch zeigen will. Man kann nämlich Auto fahren, allerdings erst ab dieser Episode, also ab Episode 7. Und um dahin zu kommen, braucht man so, ja, ein, zwei Stunden. Also ich glaube, ich habe jetzt sogar mehr als zwei Stunden gebraucht, aber es lag an ein paar technischen Schwierigkeiten bei der Aufnahme, die mich dazu gezwungen haben, das Spiel nochmal neu zu starten und nochmal ein Stück nochmal zu spielen. Ja, also die ersten, keine Ahnung, ein, zwei Stunden ist man nur zu Fuß unterwegs und metzelt sich eben ganz traditionell im Hack-and-Slash-RPG-Stil durch die Gegnermassen. Und ja, ab Episode 7 bekommt man dann die Möglichkeit, Autos zu steuern. Besonders gut steuern die sich nicht, allerdings, was ich jetzt hier gemacht habe, das ist nicht die Schuld der schlechten Steuerung, sondern da habe ich einfach nicht aufgepasst. Deswegen hat mein Auto jetzt hier Feuer gefangen und ist auch schon explodiert. Na gut, ich bin ja rechtzeitig rausgekommen. Ja, also steuert sich nicht wahnsinnig gut, aber es ist okay soweit und es ist gut, dass das drin ist, würde ich sagen. Bringt ein bisschen Abwechslung mit rein. Ist auch ganz lustig immer. Trotzdem, also ich meine, mit einem Auto Zombies niederzumetzeln ist natürlich anspruchslos. Und es gibt viele andere Spiele, die das auch bieten und auch besser bieten als dieses Spiel hier. Also diverse Dead Rising-Teile oder auch State of Decay und wahrscheinlich eine Menge anderer auch. Also so ein großer Zombie-Fan bin ich jetzt nicht, dass ich die alle aufzählen könnte. Ja, also auf jeden Fall ein Kaufargument ist das hier nicht, aber es ist ganz nett, dass es da ist. Das Problem ist, ansonsten hat das Spiel seither nicht wirklich was Neues zu bieten. Also ich habe jetzt schon ein Stück weiter gespielt. Wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade am Anfang von Episode 7. Und es kam jetzt nicht wirklich viel Neues dazu in den letzten 6 Episoden. Es kam ein bisschen neue Umgebungen dazu. Hat mich mal irgendwie so durch eine Kanalisation geführt und mal durch ein Gefängnis und so weiter, das Spiel. Also da kam so ein bisschen Abwechslung, was die Umgebungen angeht. Aber spielerisch, ihr seht ja, was ich hier mache. Also das ist genau dasselbe, was ich auch am Anfang gemacht habe. Ich glaube, es ist sogar noch dieselbe Attacke, die ich ganz am Anfang hatte. Zumindest mehr oder weniger. Spielt sich auf jeden Fall gleich. Ich renne weg und schieße dabei. Und ja,
Genau das ist das Problem. Also es hat einfach keine interessanten Skills zu bieten, dieses Spiel hier, die irgendwie Abwechslung oder Fortschritt reinbringen könnten. Ich konnte es euch jetzt gerade nicht zeigen, weil ich im Fahrzeug den Skilltree nicht anschauen kann. Aber jetzt sehen wir uns das hier nochmal an. Ihr seht ja, ich habe nur diese paar Slots hier, das habt ihr vorhin schon gesehen. Und davon sind nur zwei für aktive Skills, beziehungsweise zwei für aktive Angriffsskills, noch zwei andere für defensive Skills, die man auch aktivieren muss. Und ihr seht, diese aktiven Angriffsskills, die sind von der Waffe abhängig, die ich halte. Also ich kann jetzt, während ich dieses Kreuz hier und dieses Schwert halte, nur bestimmte Skills verwenden, die ich natürlich vorher auch freigeschaltet haben muss. Und ihr seht jetzt hier im Skill Tree, oh mein Gott, ich bin immer noch heiser, beziehungsweise noch heiserer als zuvor. Aber ich ziehe es jetzt trotzdem durch. Also ihr seht, ich kann da jetzt nur, obwohl ich jetzt auf Level 14 aufgestiegen bin, wieder nur einen Skill aktivieren, weil es mir zur Auswahl nicht gibt. Und dafür muss ich dann später einen anderen rauswerfen, weil ich ja nur eine begrenzte Anzahl an Slots habe. Da werde ich wahrscheinlich den hier rauswerfen. Das ist einer, den ich auch nur so aus Not mal aktiviert habe und dann aber nie benutzt habe, weil er einfach nicht interessant ist. Und ja, ihr seht auch hier, Level 8, da gab es gar keinen Skill. Level 9 gab es nur einen einzigen Skill für Taser, der irgendwie Taser upgradet. Taser habe ich nie benutzt in dem Spiel, also den habe ich auch nicht brauchen können. Und dann eben auf Level 10 habe ich diesen einen Skill genommen, den ich jetzt wieder rauswerfen werde, weil ich einfach, mir ist sonst nichts eingefallen. Ich meine, irgendwann musste ich ja mal so einen Skill Point verwenden, aber es gab nichts Interessantes, wofür ich den hätte einsetzen können. Und ja, also der Fortschritt in diesem Spiel fühlt sich nicht nach Fortschritt an. Das ist völlig anders als bei einem Spiel wie Diablo 2 oder so, wo man ständig neue Fähigkeiten erlernt, die einen auch wirklich bereichern und dann auch wirklich ja, das Gameplay ein Stück weit verändern. Wie das eigentlich in allen Spielen dieser Art sein sollte, wenn sie ein bisschen Qualität haben. Und das hat dieses Spiel hier halt nicht. Also da fehlt's völlig an Ideen, was diese Skills angeht und auch was die Gegner angeht. Also ihr seht ja, die Zombies haben sich jetzt nicht wahnsinnig verändert. Es sind ein paar neue dazugekommen, ein paar neue Zombie-Typen, die ein bisschen schneller laufen, mehr aushalten und so weiter oder auch irgendwas auf einen spucken oder so. Aber das ist auch alles nicht kreativ. Also dann hätten sie wenigstens bei den Monstern kreativ sein müssen, um einen irgendwie bei der Stange zu halten. Aber nee, da kommt gar nichts. Jetzt bin ich irgendwie zufällig an die Stelle geraten, an die ich für meine Quest tatsächlich geraten sollte, glaube ich. Aber ich glaube, ich werde jetzt trotzdem nicht mehr viel weiterspielen. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Also wie gesagt, 2 Stunden oder so habe ich gespielt und das reicht mir dann wirklich. Ich weiß auch gar nicht, wie lang dieses Spiel ist. Ich glaube, es ist nicht besonders lang. Ausgehend davon, dass ich in Episode 7 bin, schon nach 2 Stunden. Ich glaube, es ist relativ kurz für ein Spiel dieser Art, aber es ist auch okay, weil das hat ja sowieso nichts zu bieten. Also, ja. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf dieses Spiel hier einprügeln. Es ist nicht wirklich richtig mies. Es hätte schlimmer kommen können, aber es ist halt einfach zu langweilig. Zu langweilig, weil es zu wenig Abwechslung bietet. Weil die Attacken, die es bietet, auch einfach nicht interessant sind, sich nicht wirklich gut spielen. Ja. Tja. Was soll man dazu sagen? Am besten gar nichts, denke ich mal. Am besten ist es, dieses Spiel hier einfach zu schließen, aufzuhören, nicht weiterzuspielen oder erst gar nicht damit anzufangen, diese Spiele zu spielen. Schade. Es hätte trotz seiner schlechten Technik durchaus Potenzial zu mehr gehabt. Es hätte gar nicht mal wahnsinnig viel gebraucht, um das Spiel zumindest zu einem mittelmäßigen, ganz akzeptablen Spiel zu machen. Einfach nur interessante Fähigkeiten, interessanten Charakterfortschritt, das hätte schon gereicht, aber ja, wenn es das nicht mal bietet, dann ist es halt nicht gut genug. Also, das Spiel hier taugt nichts und damit sage ich Tschüss und bis bald, euer Grindor.